Hallo liebe GamePro-Leser und willkommen bei der Retro Hall of Fame. In diesem Monat widmen wir uns mit Resident Evil, einem echten Horrorklassiker. Der erste Teil der Reihe erschien 1996 für die PS1 und im folgenden Jahr für Segas Saturn. Zur Einstimmung zeigen wir euch das grandiose Intro mit waschechtem B-Movie-Flair. However, we soon discovered why. Nach der Flucht in das alte Anwesen ging der Horror für das STARS-Team erst richtig los. In der Rolle von Chris oder Jill kämpfte der Spieler ums nackte Überleben, während nebenbei die Geheimnisse des Umbrella-Konzerns und ihres T-Virus aufgedeckt wurden. In dieser Szene erlebt ihr einen für viele Zocker einschneidenden Moment, die erste digitale Begegnung mit einem Zombie. Der verfaulte junge Mann hat sich über einen Kollegen aus dem STARS-Team hergemacht und möchte nun der guten Jill an den Kragen. Auch wenn das Schießen ohne Zielhilfe damals deutlich schwerer fällt, sind die ersten Zombies im Spiel noch leichte Beute. Obwohl Alone in the Dark bereits 2 Jahre früher erschienen war, etablierte erst Resident Evil den Survival-Horror samt Schockeffekten in der Welt der Videospiele. In der folgenden Szene seht ihr, mit welchen Mitteln man uns damals das Herz in die Hose rutschen ließ. Auf manche mag das heute nicht mehr sonderlich spektakulär wirken. Ihr könnt uns jedoch glauben, dass uns damals regelmäßig der Schreck in die Glieder fuhr. So etwas hatte man nämlich noch nicht gesehen. Im Grunde waren die Schockeffekte auch nicht sehr häufig, wurden aber an genau den richtigen Stellen eingesetzt. Im Gegensatz zu den aktuellen Episoden von Resident Evil war der erste Teil noch Survival-Horror im wahrsten Sinne des Wortes. An dieser Stelle zum Beispiel war Weglaufen die einzige richtige Reaktion, um zu überleben. Es sei denn, man hatte zufällig die richtige Waffe samt der passenden Munition dabei, um diese Riesenschlange zu vertreiben. Die Bossmonster wie die Schlange, die Riesenspinne oder die mutierte Pflanze zählten zweifellos zu den Highlights des Spiels. Ganz ohne Action ging es natürlich auch damals nicht. Wenn Chris und Jill mit der Bazooka bewaffnet auf mutierte Spinnen oder andere Monster trafen, flogen mächtig die Fetzen. Schade nur, dass einem die Entwickler so wahnsinnig wenig Munition mit auf den Weg gaben. Jeder Fehlschuss schmerzte, jede Patrone und Granate war kostbar. Dafür waren die Programmierer kreativ. So konnte man die Bazooka zum Beispiel mit Säuremunition oder mit explosiven Granaten füttern. Resident Evil war jedoch nicht nur Horrorschocker und Actionspiel, sondern hatte auch einige Kopfnüsse parat. In bester Adventure-Manier fand man an den Schauplätzen des Spiels Gegenstände, die man an den richtigen Stellen einsetzen musste. Hier zum Beispiel versperrte eine Pflanze den Weg. Man musste erst einmal darauf kommen, eine lange zuvor gefundene Chemikalie in die Wasserpumpe einzusetzen. Wenn man den passenden Gegenstand überhaupt dabei hatte. Denn Jill konnte nur 8, Chris sogar nur 6 Dinge bei sich tragen.
Der größte Horror in Resident Evil waren jedoch nicht die Schockeffekte oder die Monster, sondern das Speichersystem. Der Spieler konnte nur an spärlich verteilten Schreibmaschinen speichern, indem er eines der seltenen Farbbänder benutzte. So kam es häufig vor, dass man riesige Abschnitte noch einmal spielen musste, weil schlicht und ergreifend nicht mehr gespeichert werden konnte. Der Clou an der Sache war jedoch, dass wir diese Schikane gerne in Kauf nahmen. Dafür waren der Spielablauf und die Story einfach viel zu spannend. Mit Resident Evil lieferte Capcom ein Meisterwerk des Survival-Horrors. Noch nie hatten wir uns so schön vor dem Bildschirm gegruselt. Das Spiel hatte einen großen Einfluss und etablierte praktisch im Alleingang das Genre des Survival-Horrors. Das Erstaunliche ist, dass sich die Entwickler seit Teil 4 weit von ihren eigenen spielerischen Wurzeln entfernt haben. Auch wenn wir die neuen Episoden fantastisch finden, fragen wir uns, wie wohl ein klassisches Resident Evil auf den aktuellen Konsolen aussähe. Und während wir auf die Antwort warten, zocken wir einfach noch einmal die Urversion des ersten Teils, den Director's Cut oder das Remake für den Cube.